So, meine Damen und Herren, heute beginnt der Herbst und Sie wissen, das hat Tradition bei uns, wann immer eine neue Jahreszeit beginnt, dann heißt es bei uns, hallo, hier sind unsere Bauernregeln. So, Katrin, du hast uns einige der schönsten Bauernregeln, glaube ich, die es für den Herbst gibt, mitgebracht. Was sind die Themen etwa in diesem Jahr? Zum Beispiel, Deutschland schafft sich ab. Ja. Selbstverständlich. Möchtest du gleich hören oder möchtest du lieber erst die Themen? Ja. Was, ja? Ich möchte die Bauernregeln zu diesem Thema nach dem Buch von Thilo Sarrazin gerne sehen. Ja. Habe ich eine wunderschöne rausgesucht. Und zwar, bald ruft, so warnt der Sarrazin vom Kölner Dom der Muezzin. Bitte, das ist aber jetzt, es reimt sich zwar toll, aber es ist ja doch irgendwie genau das, was auch von Sigmar Gabriel jetzt ja bekämpft wird. Sigmar Gabriel hat ja sozusagen gesagt, die Integration muss jetzt massiv angegangen werden und gleich auch noch Ausweisevorschläge mitgeliefert, falls jemand sich nicht integrieren will. Er ist eigentlich gegen Sarrazin, aber hat das Thema jetzt für die SPD erkannt. Gibt es da noch was zu dem Thema? Was ist das Thema hier mit diesem Butterfass? Das ist eine Urne. Du weißt, Verlängerung AKWs, ja? Laufzeit, Atomkraftwerke? Ja, AKW, ja. Genau, Laufzeitverlängerung. Und da ist eine wunderschöne Bauernweisheit, habe ich dazu gefunden. Also man muss sich im Prinzip keine Sorgen machen. Und zwar, willst du Kinder mit zwei Köpfen kriegen, muss unterm Bett ein Brennstab liegen. Das ist schön. Noch was? Ja, was dich vielleicht auch interessieren könnte, Stuttgart 21. Ja, ein wichtiges Thema. Oben bleiben. Ist das Logan? So ist es ungefähr auch bei Stuttgart. Das erinnert mich mit deiner Frisur. Bei Stuttgart 21 sehr viel Frauen um die 70 mit Zöpfen. Oh. Ja, so ganz drahtige Rapunzel. Nee, lass es. Also man ist da irgendwie jetzt wahnsinnig engagiert. Es ist immer in der Stadt irgendwo oben bleiben. Oben bleiben, ja. Ist der Slogan. Ja. So ähnlich ist auch in der Tat die Bauernregel, die auch nur auf Schwäbisch funktioniert. Die geht so. Die Schwabe hennen Kompromiss gefunden. Der Bauernhof bleibt oben, Stuttgart geht nach unten. Also so ähnlich. Das ist aber wirklich schön, weil es reimt sich elegant und macht nachdenklich. Ja. Ja, sehr. Ich freue mich schon wahnsinnig, wenn der Winter kommt und dann unsere Winterbauernregeln. Und willst du nicht nur eine? Eine hätte ich noch. Ja. Ist eigentlich die beste. Ist die gut? Also welches Thema? Die stößt auf Interesse. Häusliche Gewalt, würde ich sagen. Da sind ja viele betroffen. Ja, warum nicht was nachdenkliches zum Schluss? Vielleicht das Hilfreichste, weil viele können ja mit Stuttgart 21 jetzt vielleicht auch nichts anfangen. Okay. Ist auch ein bisschen länger. Strickleit hochgeschoben, Reitgerte griffbereit. Da ist laut Kolportage einer großen Boulevardzeitung mit 4 Buchstaben der Kachelmann nicht weit. Das haben wir nur reingenommen, weil es ist elegant rein. Das ist das Wichtige bei den Bauernregeln. Ja. Dass es nicht holpert, sondern ganz, dass du da flüssig durchkommst. Ja, sehr, sehr elegant. So, dann freuen wir uns auf den Winter, denn dann gibt es wieder Bauernregeln. Und?